Wedding-Crasherin kämpft um den Ex. Eine Frau in China ruiniert einem Brautpaar die komplette Feier, indem sie ungefragt auftaucht und auch noch weiß trägt. Sie will mit aller Macht ihren Ex-Freund, den Bräutigam, zurück. Dieser steht völlig entsetzt zwischen zwei Bräuten. Ohne Einladung, aber mit viel Selbstbewusstsein hat eine Frau in China die Hochzeitsfeier ihres Ex-Freundes gestürmt und dabei für einen großen Eklat gesorgt. Über den bizarren Auftritt berichtet unter anderem die britische Zeitung The Sun. Es ist wohl ein Moment, den keine glückliche Braut an ihrem Hochzeittag erleben möchte. Ganz ohne Vorwarnung taucht eine Frau in einem weißen Kleid auf, schluchzt laut auf und zerrt am Bräutigam. Als wäre das nicht schon schlimm genug, passiert das genau in dem Moment, als er seine frisch angetraute Frau küssen möchte. Bei der Hochzeitscrasherin handelt es sich um eine Ex-Freundin, die mit aller Macht um ihre große Liebe kämpfen will. Dass die Frau auch noch ein weißes Brautkleid trägt, macht die Situation umso bizarrer. Doch sie kommt zu spät, denn der Bräutigam ist zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet, mit einer anderen Frau. Die echte Braut ist ziemlich entrüstet, denn es bleibt nicht bei verbalen Liebesbekundungen der Rivalin. Die Ex-Freundin geht auf die Knie, nimmt die Hand ihres Verflossenen und ruft: Ich habe einen Fehler gemacht. So viel Drama ist der Braut an ihrem großen Tag zu viel. Sie stürmt davon, ihr frisch angetraut.